Hi und herzlich willkommen zu einem Video, das vielleicht deinen Schulabschluss rettet. Ich heiße Magda, ich bin Mathelehrerin und ich habe die kompletten Abschlussprüfungen der letzten Jahre von Anfang bis Ende durchanalysiert, um herauszufinden, welche Aufgabentypen eigentlich zuverlässig jedes Jahr immer wieder im mittleren Schulabschluss in Mathe abgefragt werden. Und dabei rausgekommen ist diese Liste. Diese neuen Aufgabentypen kommen jedes Jahr immer wieder dran. Das heißt, die müsst ihr drauf haben. Und wenn ihr sie drauf habt, dann kann auf jeden Fall der Schulabschluss nicht mehr wegen Mathe schiefgehen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihr mit einer guten Note aus der zentralen Abschlussprüfung rausgeht, die steigt enorm. Schaut es euch also an. Wir rechnen hier zu jedem Aufgabentyp eine Aufgabe durch. Und ich erkläre euch alles Wichtige, was ihr dazu wissen müsst. Starten wir doch einfach direkt mal vorne. Thema Einheiten umrechnen und Zahlen vergleichen. Kommt immer wieder dran und zwar so wie hier. Erste Aufgabe, wir wollen 2 Tage in Sekunden umrechnen. Und da müsst ihr eigentlich nur wissen, wo ihr das alles in der Formelsammlung findet. Und ihr müsst wissen, dass man Tage, also auch einen Tag, erstmal in Stunden umrechnen muss. Ein Tag, wisst ihr, ne, hat 24 Stunden. Und dann muss man diese Stunden wiederum erstmal noch in Minuten umrechnen. Eine Stunde, wisst ihr auch, sind 60 Minuten. Und dann kann man schließlich eine Minute umrechnen in Sekunden und weiß, eine Minute sind 60 Sekunden. Bedeutet also, wenn wir Tage in Sekunden umrechnen wollen, müssen wir erstmal mal 24 nehmen, um auf die Stunden zu kommen, dann mal 60 nehmen, um auf die Minuten zu kommen und dann nochmal mal 60 nehmen, um auf die Sekunden zu kommen. Und so machen wir das jetzt mit den 2 Tagen auch. 2 Tage mal 24 ist 48, also 48 Stunden. Jede Stunde mal 60 macht 2880 Minuten und das Ganze nochmal mal 60 macht tatsächlich 172.800 Sekunden. Heißt also, in 2 Tagen kann man theoretisch bis 172.800 zählen, wenn man die Zahlen schnell ausspricht. Nächste Aufgabe, 20 Dezimeter soll in Meter umgerechnet werden. Und das ist einfacher, als man denkt. Ein Dezimeter, das werdet ihr in der Formelsammlung finden, sind nämlich 10 Zentimeter. Und jetzt könnt ihr überlegen, wie oft passen denn 10 cm in so einen Meter rein? Und ihr wisst, ein Meter, das sind ja 100 cm. Und dann seht ihr auch, okay, wenn ich von Dezimetern zu Zentimeter gehen will, dann rechne ich mal 10. Und wenn ich von Zentimetern wiederum zu Metern will, dann muss ich durch 100 rechnen. Wir müssen also unsere 20 hier mal 10 nehmen, um zu Zentimetern zu kommen und dann durch 100, um zu Metern zu kommen und dann kommt tatsächlich einfach 2 raus. 20 Dezimeter sind also 2 Meter. Ja, und bei der dritten Aufgabe, es wird quasi immer einfacher hier, da muss man jetzt nur noch Gramm in Kilogramm umwandeln und das könnt ihr wahrscheinlich sogar ohne Formelsammlung, weil ihr wisst, dass 1 Kilogramm 1000 Gramm sind. Also muss man, um von Gramm zu Kilogramm zu kommen, geteilt durch 1000 rechnen. Und das heißt, die 333 teilt ihr durch 1000. Das ist 0,333. Und dann wisst ihr, alles klar, 333 Gramm sind 0,333 Kilo. Aufgabe erledigt. Etwas schwieriger ist es, wenn man nicht umrechnen soll, sondern zusätzlich dazu auch noch der Größe nach sortieren. Und das habt ihr meistens mit solchen Zahlen wie hier, Kommazahlen, sowas wie da, Brüchen und dann auch noch irgendwie negativen Zahlen. Und mein Tipp an euch ist, rechnet euch erstmal die Brüche in Kommazahlen um. Ihr wisst ja aus den anderen Videos, der Bruchstrich ist nichts anderes als ein Geteiltzeichen, also 4 Zehntel ist wie 4 geteilt durch 10 und das ist 0,4, wenn ihr es in Taschenrechner eintippt. Und genauso da drüben, minus 8 halbe, das ist wie minus 8 geteilt durch 2. Und das geht sogar im Kopf,
ist minus 4. Und dann schaut ihr erstmal nach den negativen Zahlen. Das haben wir hier und hier. Weil die negativen Zahlen sind immer kleiner als die positiven Zahlen. Jetzt muss man sich nur überlegen, kann man auch auf dem Zahlenstrahl machen, wenn hier die 0 ist und hier vielleicht dann die minus 1, die minus 2 und so weiter, in die andere Richtung die plus 1, die plus 2, dann seht ihr schon, die negativen Zahlen sind links von der 0. Und je weiter links man ist, desto kleiner ist man. Je weiter rechts man ist, desto größer ist man. Und die minus 4, auch wenn man es nicht denkt, die ist tatsächlich kleiner als die minus 0,5, weil die einfach hier hinten irgendwo auf dem Zahlenstrahl liegen würde. Die wäre also weiter links. Die 0,5 mit dem Minus davor, die liegt hier. Genau zwischen der minus 1 und der 0. Und das bedeutet, wenn wir sie sortieren sollen hier, ist die kleinste Zahl schon mal die minus 4. Aber ich darf sie nicht als minus 4 schreiben für die volle Punktzahl. Ich muss minus 8 halbe schreiben, weil ich immer die Schreibweise aus der Aufgabenstellung übernehmen muss. Dann kommt so ein kleines Krokodilsmaul, das frisst immer das Größere, in dem Fall also die minus 0,5. Und dann kann man gucken, wie es mit den positiven Zahlen weitergeht. Und da vergleichen wir 0,44 mit 0,4 und 0,2. Und ihr seht schon, die haben alle 0, man kann sich bei 0,2 eine 0 hinten dran denken, bei 0,4 auch. Und dann ist es sozusagen 0,20, 0,40 und 0,44. Und wenn die alle auf 0, starten, könnt ihr euch das auch wegdenken und vergleicht im Kopf lieber 20, 40 und 44. Und dann wisst ihr automatisch, das mit der 20 ist kleiner, dann kommt das mit der 40 und dann kommt das mit der 44. Und dieses 0, das könnt ihr einfach dazu schreiben. Also wenn Zahlen alle mit 0, anfangen, vergleicht lieber die Nachkommastellen. Und auch hier müssen wir jetzt nochmal checken, ob wir die originalen Zahlen aus der Aufgabenstellung genommen haben. Und ihr werdet feststellen, diese 0,4 hier, die muss ich noch umschreiben, damit ich die volle Punktzahl bekomme, zu 4 Zehnteln. Dann kommen wieder die Krokodilsmäulchen dazwischen und zack, haben wir die Zahlen perfekt nach der Größe sortiert und wie gefordert mit der kleinsten Zahl angefangen. Nächste Aufgabe kommt auch immer irgendwie vor, häufig auch im zweiten Prüfungsteil, das Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und da kann es sein, dass ihr ein Glücksrad kriegt, es kann sein, ihr zieht Kugeln aus irgendeiner Schale, es kann sein, es sind Schokoladenpralinen oder Kaugummikugeln, alles ist denkbar. In unserem Fall haben wir jetzt einfach einen Beutel mit 3 blauen und 2 roten Kugeln. Und mein Tipp, malt euch den Beutel. 3 blaue Kugeln, einfach 3 blaue Kreise. 2 rote Kugeln, 2 rote Kreise und dann kann man sich das Ganze nämlich richtig gut vorstellen. Und unsere erste Aufgabe ist es, das Baumdiagramm hier zu vervollständigen. Und das ist an sich gar nicht schwer. Wir wissen, aus diesem Beutel wollen wir jetzt 2-mal Kugeln ziehen, aber jeweils eine Kugel wird gezogen, nicht zurückgelegt und dann wird die nächste Kugel gezogen. Das heißt, die Anzahl der Kugeln in dem Beutel, die verringert sich mit jedem Ziehen, weil ich immer eine Kugel raushole und eben ohne Zurücklegen ziehe. Ganz wichtiger Unterschied zum Ziehen mit Zurücklegen, ne? Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eine blaue Kugel zu ziehen oder eine rote Kugel. Und genauso bei der zweiten Kugel könnte es wieder eine rote werden oder eine blaue. Und da seht ihr schon, haben wir die erste Lücke erwischt. In das Kästchen muss natürlich blau rein. Das wären die Möglichkeiten für die zweite Kugel. Das wären die Möglichkeiten für die erste Kugel. Und dann fehlen natürlich auch noch die Wahrscheinlichkeiten. Hier steht jetzt 3/5 für blau. Das kommt daher, dass wir insgesamt 5 Kugeln haben und 3 von 5 blau sind. Dementsprechend sind ja 2 von 5 rot. Und deswegen kommt hier 2/5 hin. Beachtet übrigens auch, dass die Summe immer 1 ergeben muss bei solchen Pfaden, die am selben Knotenpunkt starten. 3/5 plus 2/5 ist nämlich 5/5 und das ist 1. Und genauso könnt ihr hier auch vorgehen, dass ihr sagen könnt, okay, wenn die erste Kugel gezogen wurde und die war blau, dann ist ja eine blaue raus aus diesem Beutel. Dann habe ich insgesamt noch 4 Kugeln. 2 davon sind blau
also 2/4 dafür, dass die zweite Kugel blau ist und auch 2/4 dafür, dass die zweite Kugel rot ist. Weil von diesen 4 Kugeln, die ich dann noch habe, sind halt 2 rot und 2 blau. Und auch hier seht ihr wieder, ergänzen sich die beiden Zahlen auf den Pfaden, die hier zum selben Knotenpunkt führen, zu 1. 2/4 plus 2/4 ist wieder 1. Wäre die erste Kugel rot gewesen, hätten wir das Spiel auch nochmal durchspielen können. Dann wäre eben eine rote Kugel weg gewesen. Wir hätten auch insgesamt noch 4 Kugeln in diesem Beutel gehabt, aber es wäre eben 3/4 für blau gewesen, weil 3 von 4 Kugeln blau wären und 1/4 für rot, weil eine von 4 rot war. Und so haben wir die Wahrscheinlichkeiten ergänzt und alle Lücken gefüllt. Aufgabe erledigt. Die nächste Aufgabe, da geht es jetzt natürlich schon ans Eingemachte, da geht es um Wahrscheinlichkeiten. Wir sollen mit einer Rechnung begründen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, beim ersten Ziehen eine rote Kugel zu erwischen, 40% beträgt. Und da schaut ihr euch am besten nochmal das Baumdiagramm an und schaut, erste Kugel rot, das ist ja hier dieser Pfad. Warum denn 40%? Da steht doch 2/5 dran. Aber, ihr wisst ja, 2 von 5 Kugeln sind rot. Also 2/5 sind rot. Das ist aber nichts anderes als, Bruchstrich ist ja Geteiltzeichen, 2 geteilt durch 5. Und wenn ihr das eintippt in den Taschenrechner, kommt da 0,4 raus. Unsichtbare 0 dahinter. Ich kann eh so viele Nullen anhängen, wie ich will, immer an so eine Zahl, ne? Und dann kommt hier raus, wenn ich das Komma um 2 Stellen verschiebe, wie immer 40%. Alternativ könnt ihr auch immer sagen, ihr erweitert den Bruch auf Hundertstel. Dann müsste man oben und unten mal 20 rechnen und dann würdet ihr auf 40 Hundertstel kommen. Und pro 100, per cento auf Italienisch, heißt Prozent. Das heißt, immer wenn unten der Nenner von dem Bruch eine 100 ist, dann ist oben der Zähler von dem Bruch automatisch direkt eure Prozentzahl. Ja, und damit hättet ihr tatsächlich gezeigt, die Wahrscheinlichkeit dafür, beim ersten Ziehen eine rote Kugel zu ziehen, die beträgt 40%. Und was ihr da jetzt noch üben könntet, wenn ihr weiter üben wollt mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, wäre die Wahrscheinlichkeit mal dafür auszurechnen, dass die beiden gezogenen Kugeln dieselbe Farbe haben. Testet das mal und schreibt in die Kommentare, was ihr da rausbekommt. Wir schauen uns jetzt aber direkt die nächste Aufgabe an, die immer dran kommt, nämlich den Satz von Pythagoras und irgendwie Flächenberechnung im Dreieck. Da seht ihr schon, es gibt ein rechtwinkliges Dreieck für euch und das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ohne diesen rechten Winkel, ohne den könntet ihr Pythagoras nicht anwenden. Also, wir brauchen den rechten Winkel und wir müssen wissen, die Seite gegenüber vom rechten Winkel, die nennt sich Hypotenuse und die beiden Seiten am rechten Winkel, diese zwei hier, die nennen sich Katheten. Und die Katheten sind immer die kürzeren Seiten im Dreieck und die Hypotenuse ist immer die längste Seite. Und wenn wir jetzt ganz typisch die dritte unbekannte Seite hier ausrechnen sollen, das x, um zu zeigen, dass da 5,1 rauskommt, dann müssen wir mit dem Satz von Pythagoras argumentieren und sagen, was der Satz von Pythagoras sagt. Und der sagt, die Katheten zum Quadrat, also 5,5 zum Quadrat und x zum Quadrat, die ergeben, wenn man sie mit Plus zusammenrechnet, ganz einfach die Hypotenuse zum Quadrat. Und da schnappt ihr euch den Taschenrechner und guckt mal, 5,5 hoch 2 ist 30,25. X hoch 2 können wir nichts machen, ne? Das kennen wir ja nicht. Aber 7,5 hoch 2, das können wir auch wieder ausrechnen, ist 56,25. Wenn man elegant sein will, macht man hier so ein Gleichheitszeichen mit Pfeilen in beide Richtungen. Äquivalenzzeichen heißt das. Und das deutet an, dass wir halt hier Gleichungen umformen. Und dann sieht man schon, okay, wenn ich jetzt x herausfinden möchte, dann muss ich auf jeden Fall diese 30,25 loswerden. Und weil die mit einem Plus hier steht auf der linken Seite, mache ich das Gegenrechenzeichen, Minus, und ziehe die ab.
auf beiden Seiten. Dann habe ich links nur noch x² und rechts muss ich dann 56,25 nehmen und 30,25 abziehen und das ergibt 26. Und dann müsst ihr wissen, okay, um dieses hoch 2 wegzubekommen, das Quadrat, muss man jetzt die Wurzel ziehen, auf beiden Seiten. Dann habe ich links nur noch das x, weil das hoch 2 von der Wurzel aufgelöst wurde und auf der rechten Seite habe ich die Wurzel aus 26 und das könnt ihr in den Taschenrechner eintippen. Wurzel aus 26 ist ungefähr 5,099 bla bla bla. Also, wenn ich hier abschneiden will, weil ich eine Nachkommastelle haben möchte, wie in der Aufgabenstellung, naja, dann gucke ich die 9 an und sehe, die wird aufgerundet und dann ist das Ganze ungefähr 5,1 in eckigen Klammern Zentimeter lang. Und da brauche ich jetzt auch gar keine großen Antwortsätze schreiben, da kann ich einfach einen Haken dran machen. Ich habe durch eine Rechnung nachgewiesen, dass 5,1 für das x rauskommt. Ja, und damit sind wir schon bei der b. Bei der b sollen wir jetzt den Flächeninhalt vom Dreieck berechnen. Also diese ganze Fläche hier. Und ich habe, wie ihr das sehen könnt, das Dreieck extra schon so ein bisschen gekippt, weil ich mir das dann immer besser vorstellen kann. Denn fürs Dreieck gilt für den Flächeninhalt 1/2 mal die Grundseite mal die Höhe. Und die Grundseite ist sozusagen hier diese waagerechte Basis, auf der das Dreieck steht. Und die Höhe ist dann immer das, was senkrecht nach oben geht. Deswegen der rechte Winkel. Ganz wichtig. Und dann können wir sagen, okay, wenn wir jetzt hier 1/2 mal g mal h rechnen, dann rechnen wir 1/2 mal Grundseite ist x mal Höhe ist 5,5. Aber wir hatten das x ja gerade ausgerechnet. Das war ungefähr 5,1. Also rechnet man 1/2 mal 5,1 mal 5,5. Und das ist ungefähr, wenn man es eintippt, ihr könnt auch statt dem 1/2 1 geteilt durch 2 eintippen übrigens, ne? Wenn euch das mit den Brüchen irgendwie ein bisschen suspekt ist, dann kommt da auf jeden Fall ungefähr raus 1 geteilt durch 2 mal 5,1 mal 5,5. 14,025, also ungefähr 14. Und als Einheit sagen wir jetzt natürlich Quadratzentimeter, weil es um eine Fläche geht und sowohl diese 5,1 als auch die 5,5 in Zentimetern gemessen war. Und wenn wir Zentimeter mal Zentimeter rechnen, naja, dann kommen wir immer zu Quadratzentimetern. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ne, schreibt sie einfach in die Kommentare. Wir schauen uns jetzt Aufgabe 4 schon an. Und da geht es um Körper. Und das kommt ganz, ganz sicher dran. Manchmal geht es um die Oberfläche, meistens geht es aber ums Volumen, um irgendwas Prozentuales und dann noch irgendwie um Gewicht, Preis und so eine abgefahrene Sache mit einer Veränderung der Größen. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Dann wird der Radius verdoppelt und dann soll man sagen, wie sich das Volumen verändert. Solche Sachen. Also irgendwas wird verändert und ihr müsst dann schauen, was passiert. Und als Aufgabe habe ich euch ein schönes Kunstwerk mitgebracht aus Münster, wo ich herkomme. Da gibt es nämlich am Aasee so ein Kunstwerk, schon ganz lange, das heißt Giant Pool Balls. Das sind so große Betonkugeln und die sollen große Billardkugeln darstellen. Und ich habe es extra für euch gegoogelt. Eine so eine Billardkugel hat einen Durchmesser von 3,5 Metern. Die sind riesig, die Dinger, ne? Also wenn ich mir hier so eine Kugel skizziere, der Durchmesser, das ist das hier, das sind 3,5 Meter. Automatisch muss dann passieren in eurem Kopf, dass ihr überlegt, oh, ich habe den Durchmesser gegeben. Ich brauche aber in der Formel immer den Radius. Wenn also mein Durchmesser d 3,5 Meter ist, dann ist mein Radius auf jeden Fall die Hälfte. Und die Hälfte von 3,5 ist 1,75. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr diesen Denkschritt macht. Weil ganz viele Schüler verlieren Punkte, weil sie dann in der Formel den Durchmesser als Radius einsetzen, weil sie denken, dass ja alles schon passend gegeben ist. Aber wenn der Durchmesser gegeben ist, müsst ihr den Radius auf jeden Fall selber berechnen. Gut, erste Aufgabe. Wir sollen mit einer Rechnung zeigen, dass das Volumen von einer so einer Kunstwerkkugel
22,4 Kubikmeter beträgt. Und da müsst ihr wissen, dass das Volumen von der Kugel, könnt ihr in der Formelsammlung nachgucken, immer 4 Drittel mal Pi mal R hoch 3 ist. Also bei uns 4 Drittel mal Pi mal 1,75 hoch 3. Und wenn ihr das in den Taschenrechner eintippt, 4 Drittel ist ja 4 geteilt durch 3 mal Pi. Schaut auf jeden Fall, dass ihr wisst, wo das Pi ist. Das werdet ihr brauchen bei euch auf dem Taschenrechner. Und dann kommt da raus, gerundet 22,449 bla bla bla. Also, wenn ich eine Nachkommastelle haben möchte, die 4 hier wird abgerundet und ich komme auf ungefähr 22,4 Einheit natürlich Kubikmeter, weil der Radius in Metern gemessen war und wir den hier hoch 3 genommen haben. Nächste Aufgabe, die baut jetzt darauf auf. Es wird nämlich gesagt, dass diese Kugeln nicht massiv sind. Das sieht man auch, weil die hier so eine Naht haben, ne, in der Mitte. Die sind nämlich zusammengesetzt aus so zwei halben Hohlkugeln. Und jetzt wird gesagt, dass in jeder Kugel 17,9 Kubikmeter Luft in der Mitte drin sind. Und wir sollen sagen, wie viel Prozent vom Kugelvolumen dieser Hohlraum dann ist. Das heißt, wir brauchen hier einen prozentualen Anteil, den wir ausrechnen sollen. Und das macht man immer, indem man den Anteil durch alles teilt. Und insgesamt haben wir gesagt, ist diese Kugel ungefähr 22,4 Kubikmeter groß. Der Hohlraum sind hier 17,9 Kubikmeter. Also muss ich überlegen, 17,9 von 22,4, wie viel ist das? Und dieses von ist einfach der Bruchstrich. 17,9 Hohlraum von 22,4 Volumen insgesamt. Tippt den Taschenrechner ein, 17,9 durch 22,4. Da kommt raus 0,799 bla bla bla. Also gerundet schon ein bisschen. Und wenn ich das jetzt auf was Schönes runde, dann komme ich hier auf 0,80 und das sind 80%. Und dann kann ich sagen, der Hohlraum macht etwa 80% von dieser Kugel aus. Aufgabe erledigt, volle Punktzahl. Prozentrechnung, ne, müsst ihr drauf haben. Immer Anteil geteilt durch alles. Aufgabe C, das ist auch sehr, sehr typisch, da geht es jetzt ums Gewicht. Und wir wissen, dass ein Kubikmeter Beton 2,1 Tonnen wiegt. Und wir sollen jetzt mit einer Rechnung zeigen, dass die Kugel 9,5 Tonnen ungefähr schwer ist. Und da müsst ihr euch jetzt daran erinnern, dass die Kugel ja ein gesamtes Volumen hatte, aber dass nicht alles Beton war. Wir müssen also von dem Volumen der Kugel dieses Hohlraumvolumen abziehen, um überhaupt herauszufinden, wie viel wirklich Beton ist. Das heißt, da kann man in die Aufgabe nochmal reinschauen. Die Kugel war insgesamt 22,4 Kubikmeter groß. Davon waren in der Mitte 17,9 Kubikmeter Luft. Also rechnen wir erstmal 22,4 minus 17,9 und kommen auf, tippt im Zweifel ein, ne? 22,4 minus 17,9, das macht 4,5. Also haben wir 4,5 Kubikmeter Beton. Es ist, als ob das so wie so ein Ü-Ei ist, ne? In der Mitte hohl und Schokolade ist nur so eine hohle Hülle. Und das haben wir jetzt hier auch. Der Hohlraum in der Mitte, die Luft ist weg von dem gesamten Volumen. Dann bleibt diese Hülle übrig sozusagen und die ist aus Beton. Und wir wissen, dieser Beton wiegt für jeden Kubikmeter 2,1 Tonnen. Also wenn wir jetzt 4,5 Kubikmeter haben, haben wir auch 4,5 mal 2,1 Tonnen. Und das tippt ihr ein, 4,5 mal 2,1, das ist 9,45. Also tatsächlich, wenn ich auf eine Nachkommastelle runde und hier abschneide, muss ich die 5 aufrunden und komme auf 9,5 Tonnen. Und auch hier ist kein Antwortsatz nötig. Wir machen hier einfach einen Haken dran und sagen, ja, wir haben mithilfe einer Rechnung nachgewiesen, dass die Kugel ungefähr 9,5 Tonnen schwer ist. Aufgabe erledigt. Schnappen wir uns die nächste. Und die ist wieder sehr typisch, ne? Hier ging es um das Gewicht von unserem Körper
Und jetzt geht es klassisch, 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 wie es immer drankommt, um den Preis von dem Körper. Und wir wissen jetzt, Beton kostet 90 Euro pro Kubikmeter und wir sollen sagen, was genau der Materialpreis jetzt für eine Kugel ist. Und da muss man sich wieder überlegen, wir müssen ja nicht den Hohlraum, die Luft bezahlen, sondern nur den Beton wirklich. Also brauchen wir wieder diese Zahl. Wir wissen, Beton ist es nur 4,5 Kubikmeter. Ziemlich viel Luft drin. Also müssen wir 4,5 Kubikmeter Beton bezahlen. Und das heißt, wenn ein Kubikmeter 90 Euro kostet, dann müssen wir 4,5 mal 90 Euro bezahlen. Und da schnappt ihr euch den Taschenrechner, tippt ein 4,5 mal 90 und es kommt raus 405 Euro. Und fertig, nächste Aufgabe. Und die kommt 100% irgendwie so dran, das kam nämlich jedes Jahr. Hier wird jetzt nämlich eine Behauptung in den Raum gestellt und ihr sollt die überprüfen. Es wird gesagt, wenn ich den Durchmesser verdopple, dann verdoppelt sich auch das Volumen der Kugel. Und die Frage ist natürlich, stimmt das oder stimmt das nicht? Mit Begründung. Und ihr habt da zwei Möglichkeiten. Ihr könnt irgendwie versuchen, mit einem Argument zu begründen, was aber sehr schwierig ist, um die volle Punktzahl zu bekommen. Deswegen empfehle ich euch, bei einer Begründung immer mit einer Rechnung zu begründen. Da sind die Punkte viel, viel sicherer. Und wenn wir das jetzt irgendwie begründen wollen, dann überprüfen wir das am besten wirklich, indem wir es konkret ausrechnen. Wir wussten ja, hier ist das Volumen 22,4 Kubikmeter. Das war ja vorhin in der Aufgabenstellung auch gegeben. Wenn wir jetzt wirklich den Durchmesser verdoppeln, dann kann man sich vorstellen, ist die Kugel plötzlich sehr viel größer. Und vorhin war der Durchmesser hier ja 3,5 Meter. Wenn wir den verdoppeln, sind wir also bei einem Durchmesser von 7 Metern. Und das heißt wiederum, dass unser Radius, also der halbe Durchmesser, dass der 3,5 Meter sein muss. Wenn ich also das Volumen von dieser fetten Kugel ausrechne, dann rechne ich 4 Drittel mal Pi mal R hoch 3 und für R, für den Radius, nehme ich jetzt halt keine 1,75, sondern ich nehme 3,5 hoch 3. Wenn ihr das in den Taschenrechner eintippt, werdet ihr sehen, kommt da was ziemlich Großes raus. 4 Drittel mal Pi mal 3,5 hoch 3. Das ergibt 179,6 gerundet. Und dann seht ihr schon, meine Behauptung war absoluter Schwachsinn, dass das dann irgendwie das Doppelte wäre. Wenn man nämlich schaut, ist das tatsächlich das Achtfache. Und das liegt daran, dass man ja hier den doppelten Radius genommen hat, weil auch der Durchmesser verdoppelt wurde. Und der doppelte Radius hoch 3 genommen wurde. Und dann, wenn man das ausrechnet, steht da 8r hoch 3, weil das kleine hoch 3 auf die 2 und auch auf den Radius drauf geht. Also können wir antworten und sagen, meine Behauptung ist falsch. Bei doppeltem Durchmesser nämlich ist das Volumen der Kugel 8-mal größer. Und das war die Aufgabe. Kann gut sein, dass es auch mit einer anderen Figur kommt als mit einer Kugel, das weiß man nicht so genau, aber mit irgendwas wird so eine Aufgabe in der ZAP auf jeden Fall kommen. Nummer 5 kommt auch ziemlich sicher, das war in fast jeder ZAP drin, ein lineares Gleichungssystem. Und da müsst ihr jetzt einfach sehen, okay, ihr habt hier so zwei Zeilen, zwei Gleichungen, die zusammengehören. Ich mache immer so Blockungsstriche außenrum, um mir das nochmal klar zu machen. Und dann ist das Ziel immer, irgendwie auf die Lösung von x und y zu kommen. Und wir machen das am besten so, dass wir sagen, wir gucken mal nach einem geeigneten Verfahren. Und hier sehe ich jetzt schon, dass da x alleine steht. Und das heißt, ich könnte die 4y auf die andere Seite rüberholen, dass das x wirklich ganz alleine auf einer Seite steht und dann habe ich x gleich 8 minus 4y da stehen. Man hätte auch andere Verfahren anwenden können, ne? Aber das ist ein Verfahren, das funktioniert super. Das nennt sich jetzt nämlich Einsetzungsverfahren. Wenn ich nämlich weiß, dass x das gleiche ist wie 8 minus 4y, naja, dann kann ich auch hier unten statt x einfach 8 minus 4y schreiben. Ich setze also die erste Zeile in die zweite Zeile ein. Und dadurch ändert sich die erste Zeile nicht, ne? Die bleibt gleich. X ist gleich 8 minus 4y
Und die zweite Zeile, die kriegt jetzt da, wo das x war, eine fette Klammer hin und da muss dann 8 minus 4y stehen. Minus 2y haben wir auch noch und dann auf der anderen Seite das gleich 1. Und wenn ihr euch wundert, wo das Malpünktchen herkommt, dieses hier, naja, die 2 und das x hier, die heißen ausführlich 2 mal x, weil zwischen Zahl und Buchstaben immer ein Malpunkt unsichtbar sozusagen versteckt ist. Ja, und jetzt haben wir ein ganz großes Zwischenziel erreicht, weil unten in der Zeile ist jetzt nur noch das y unbekannt. Und das ist super, weil das heißt, wir können die untere Zeile nach dem y auflösen und dann wissen wir, was y ist. Die obere ändert sich nicht, ne? Und unten rechne ich jetzt diese 2 auf jeden Teil in der Klammer drauf, also 2 mal 8 minus 2 mal 4y minus 2y nicht vergessen und gleich 1. Und das kann ich jetzt alles schön vereinfachen. Habt ihr auch alles mal gelernt, ne? Das ist das Thema Terme vereinfachen und Gleichungen lösen und so. Und dann steht da unten 16 minus 8y minus 2y ist gleich 1. Und dann kann ich jetzt alles, was dieselbe Einheit hat, zusammenfassen. Also minus 8y nochmal minus 2y. Das macht dann schon 16 minus 10y. Auf der anderen Seite ist die 1. Und oben bleibt weiterhin stehen, x ist 8 minus 4y. Und dann holen wir jetzt die 1 nach links rüber mit minus 1. Und diese minus 10y, die holen wir auf die andere Seite mit plus 10y. Sodass die also einmal die Seiten tauschen. Ja, dann haben wir oben x ist gleich 8 minus 4y und unten haben wir 15 ist gleich 10y. Und dann muss man nur noch die 10 wegbekommen. Da ist aber wieder ein Malpunkt dazwischen. Also rechnen wir geteilt durch 10. Und jetzt müssen wir ein bisschen Platz sparen. Dann bleibt oben weiterhin x gleich 8 minus 4y. Und unten haben wir tatsächlich die Lösung fürs y. 15 durch 10 ist nämlich 1,5. Ja, und jetzt, wo wir y kennen, wird das Ganze super easy, weil dann können wir die zweite Zeile jetzt in die erste wieder einsetzen und sagen, hey, wenn y 1,5 ist, dann setze ich das doch da oben ein und sage hier, wo das y ist, kommt jetzt eine 1,5 hin. Dann habe ich x ist gleich 8 minus 4 mal 1,5 und unten steht weiterhin meine Lösung fürs y, 1,5 nämlich. Ja, und jetzt muss man nur noch ausrechnen. 8 minus 4 mal 1,5, das ist ja wie 8 minus 6 und das ist 2. Und dann haben wir als Lösung x gleich 2 und y gleich 1,5. Und wenn man möchte, elegant ist es natürlich, kann man jetzt noch so ein L mit einem doppelten Strich schreiben, so geschwungene Klammern aufmachen und einen Punkt einzeichnen, 2 und 1,5. Und das wäre dann die Lösungsmenge vom Gleichungssystem. Aber wenn ihr hier aufhört, solltet ihr eigentlich auch die volle Punktzahl bekommen. Thema lineare Gleichungssysteme. Wird sicher kommen, schaut, dass ihr das drauf habt. Genauso wie das Thema lineare Gleichungen, also lineare Funktionen. Da kann es auch mal passieren, dass das Ganze im Sachzusammenhang kommt. Dass ihr also zum Beispiel einen Großhändler habt, der Kies für 95 Euro pro Tonne verkauft und eine Liefergebühr von 50 Euro nimmt. Im Baumarkt kann man den Kies ohne Liefergebühr kaufen, allerdings teurer, für 105 Euro pro Tonne. Und jetzt sollt ihr 10 Tonnen Kies kaufen und die Angebote vom Großhändler und vom Baumarkt vergleichen mit Hilfe einer Grafik. Und tada, da habt ihr die linearen Funktionen. Ihr müsst dafür wissen, dass lineare Funktionen immer diesen Aufbau haben. Y gleich m mal x plus b. Das m ist dabei die Steigung und das b ist der y-Achsenabschnitt. Also die Stelle, wo die Funktion durch die y-Achse durchgeht. Wenn wir das für die Orangene mal aufschreiben würden, dann können wir gucken, die geht hier bei der 0 durch die y-Achse, die hat also als plus b am Ende ein plus 0 stehen. Und die Steigung, die bekommt man immer, indem man einen Schritt zur Seite geht und schaut, wie viel es nach oben geht. Naja, beim Baumarkt wissen wir, wenn wir eine Tonne kaufen, zahlen wir 105 Euro. Wenn wir zwei Tonnen kaufen, zahlen wir natürlich das Doppelte,
weil es keine Liefergebühr gibt, also 210 Euro. Also geht es mit einem Schritt nach rechts immer 105 Euro hoch. Also wäre die Vorschrift 105x plus 0. Ne? Und nochmal so zum Verständnis. Auf der x-Achse seht ihr, wie viel Kies in Tonnen gekauft wird. Und auf der y-Achse seht ihr den Preis. Versuchen wir das gleiche nochmal für den Großhändler, also für die lilane Funktion. Da würden wir sagen, y-Achsenabschnitt hier ist bei 50, weil auch theoretisch, wenn man 0 Tonnen Kies kauft, müsste man 50 Euro Liefergebühr bezahlen. Würde natürlich keiner machen, ne? 0 Tonnen Kies kaufen. Ja, und dann für jedes X, für jede Tonne Kies, müsste man 95 Euro bezahlen. Und so, seht ihr, kann man ganz, ganz viel an den Graphen schon ablesen über M und B. Und darauf zielt jetzt auch hier die erste Aufgabe ab. Da wird nämlich die lineare Funktion, die lilane, die wir gerade selber aufgestellt haben, nochmal hingeschrieben und es wird gesagt, dass die den Kiespreis beim Großhändler beschreibt. Und wir sollen die Bedeutung der unbekannten x und y im Sachzusammenhang angeben. Aber das wissen wir schon. 95 mal x bedeutet 95 Euro mal wie viele Tonnen Kies ich kaufe. Ne? Wenn ich 5 Tonnen Kies kaufe, muss ich 95 Euro mal 5 bezahlen. Plus die Liefergebühr von 50 Euro. Wenn ich 20 Tonnen Kies kaufe, müsste ich halt 95 Euro 20 mal bezahlen. Plus die 50 Euro Liefergebühr. Das heißt, dieses x hier, das ist die gekaufte Menge Kies in Tonnen. Und das y? Naja, wenn man sich das ausrechnet, zum Beispiel 95 mal 20 plus 50, dann wäre das ja der Preis, den ich für meine 20 Tonnen Kies bezahle. Also dieses y ist ja die andere Seite der Gleichung. Die ist also dann der Preis, der da jeweils rauskommt. Also Preis für x Tonnen Kies. Nächste Aufgabe. Da soll man jetzt selber eine lineare Funktion angeben, aber das haben wir gerade in der Grafik schon gemacht. Wir brauchen als lineare Funktion für den Baumarkt y gleich 105 mal x, weil für jede Tonne x, die man an Kies kauft, 105 Euro bezahlt werden müssen, plus 0, weil es keine einmalige Liefergebühr gibt, also einfach 105x und fertig. Aufgabe C, das ist jetzt wieder einfacher, weil man dann nämlich was zeichnen muss einfach nur. Und zwar wird gesagt, dass man hier auch besonders edlen weißen Kies kaufen kann beim privaten Anbieter. Der hat keine Liefergebühr und man muss aber 120 Euro pro Tonne bezahlen. Und wir sollen jetzt den Graphen dieser linearen Funktion in das Koordinatensystem einzeichnen. Und immer wenn das kommt, ja, wenn ihr irgendwie eine lineare Funktion zeichnen sollt, dann macht euch am besten zwei Punkte und verbindet die mit einer langen Linie. Und lange Linie sage ich, weil ihr am besten zwei Punkte macht, die weit voneinander entfernt sind. Wenn ihr nämlich so zwei ganz nahe Pünktchen macht, dann ist es total schwierig, da eine gute Linie durchzuziehen. Aber wenn ihr zwei Pünktchen macht, die weit voneinander weg sind, dann kann man da eine sehr perfekte Linie durchziehen. Also, wenn wir 120 Euro pro Tonne bezahlen und keine Liefergebühr, dann müssten wir ja für 10 Tonnen 10 mal 120, also 1200 Euro bezahlen. Das heißt, wir könnten hier schon ein Kreuzchen hinsetzen oder einen Punkt. 10.200. Für 10 Tonnen zahlt man 1200 Euro. Für 0 Tonnen Kies zahlt man auch 0 Euro. Gibt ja keine Liefergebühr. Das heißt hier, der Punkt 0, 0 liegt auf jeden Fall auch auf meiner Funktion. Und jetzt muss ich das nur noch hier verbinden. So. Und dann weiß ich, das ist hier diese gesuchte lineare Funktion, die ich einzeichnen sollte für den edlen weißen Kies. Also, lineare Funktionen solltet ihr auch zeichnen können, egal ob ihr das im Sachzusammenhang bekommt oder ob ihr so eine Funktionsvorschrift kriegt und die dann selber ins Koordinatensystem bringen müsst. Ja, und apropos Koordinatensystem, das schlimmste Thema für die meisten ist ja das hier. Parabeln. Und damit ihr es nicht mehr so schlimm findet, habe ich euch eine besonders schöne Aufgabe rausgesucht. Ihr könnt auch den QR-Code hier mal scannen. Ich war nämlich tatsächlich mit dem Zug in Tansania mal unterwegs und da seht ihr auch, wie das da aussieht. Also wir sind da ganz viel Fahrrad gefahren, mein Freund und ich. Und irgendwann sind wir mal ein Stück im Zug mitgefahren. Und da haben wir ein paar Videoaufnahmen bei YouTube hochgeladen. Scannt's mal, wenn ihr eine Mathepause braucht. Schaut mal rein
Und dann atme durch und wir rechnen die Parabelaufgabe zusammen. Und zwar geht es da jetzt ganz typisch um so einen Parabelbogen, und zwar um einen Tunnel. Seht ihr hier, ne? Das ist so eine ganz typische Parabel, diese Tunnelöffnung. Und uns wird gesagt, dass wir erstmal ein geeignetes Koordinatensystem in die Skizze einzeichnen sollen und dann den Scheitelpunkt S ablesen sollen. Und ich empfehle euch bei sowas, in der Regel ist es am besten, wenn man das Koordinatensystem so wählt, dass die Y-Achse genau so liegt, dass meine Funktion achsensymmetrisch ist. Also genau sollte die Y-Achse durch den Scheitel durchgehen. Und dann kann man hier auch wunderbar sehen, unser Y-Achsenabschnitt von der Funktion ist 4. Ich habe mal die Y-Achse noch ein bisschen dünner gemalt, dann könnt ihr es besser sehen. Aber wenn das hier 4 Meter hoch ist, dann geht meine Parabel genau bei 4 durch die Y-Achse durch. Und der Scheitel ist damit genau der Y-Achsenabschnitt von der Funktion. Und der liegt bei 0, 4. Also wenn ich den Scheitel ablesen soll, gucke ich nach dem x- und dem y-Wert von dem höchsten Punkt, beziehungsweise wenn die Parabel nach oben geöffnet wäre, dem tiefsten Punkt. Und das wäre hier 0, 4. Der höchste Punkt, der Scheitelpunkt. Das hätten wir erledigt. Nächste Aufgabe. Wir sollen die Gleichung der Parabel jetzt bilden. Und das kommt immer irgendwie dran. Die Gleichung der Parabel aufstellen in Scheitelpunktform. Und da müsst ihr wissen, dass das hier die Scheitelpunktform ist. F von x ist gleich a mal in Klammern x minus d hoch 2 plus e. Und da muss jetzt der Scheitel irgendwie rein. Und man muss halt wissen, dass die x-Koordinate vom Scheitel das d und die y-Koordinate vom Scheitel das e ist. Das heißt, wenn ich jetzt 0, 4 als Scheitelpunkt in diese Scheitelpunktform einsetze, dann habe ich a mal, Klammer auf, x minus 0 hoch 2 plus 4. Und das kann man jetzt noch ein bisschen vereinfachen, weil x minus 0 verändert ja gar nichts. Also habe ich a mal x in Klammern Quadrat oder auch Klammern einfach weglassen. Wenn nur eine Sache in der Klammer steht, brauche ich die nämlich gar nicht. Also habe ich ax hoch 2 plus 4. Und dann ist immer noch die Frage, wie man das a berechnet. Den Stauchstreckfaktor. Und da muss man einen Punkt nehmen. Einen Punkt auf der Funktion, den man noch nicht benutzt hat. Und in unserem Fall schaut man einfach nach Zahlen, die man noch nicht benutzt hat. Und das ist ganz klar die 2 und die 3. Wir haben nämlich noch einen Punkt hier auf dem Tunnel, den wir noch nicht benutzt haben. Und das ist der Punkt x-Wert 2, weil es 2 nach rechts geht, und y-Wert 3, weil es 3 hochgeht. Und diesen Punkt 2, 3, den können wir jetzt auch noch einsetzen. Dafür muss man nur wissen, dass f von x immer das gleiche ist wie das y. Und das heißt, das ist mein x-Wert, das ist mein y-Wert. Die 3 kommt auf die linke Seite und rechts steht dann a mal 2 hoch 2 plus 4. Und das kann man jetzt vereinfachen. Dann steht da 3 ist gleich a mal 4 plus 4. Wir holen die 4 auf die andere Seite rüber. Dann steht da minus 1 ist gleich a mal 4. Und dann teilen wir durch 4 und dann steht da minus 1 Viertel ist gleich a. Und das ist der Stauchstreckfaktor. Wenn der negativ ist, das ist super für uns, ne, weil dann ist der Brückenbogen so, der Parabelbogen. Wenn der Stauchstreckfaktor a positiv wäre, hätten wir sowas. Eher wie so eine Hängebrücke. Das wäre falsch für unsere Situation. Ja, und dann wissen wir jetzt als Ergebnis, unser f von x in Scheitelpunktform ist minus 1 Viertel als a mal in Klammern x minus d hoch 2 plus e, also x minus 0 hoch 2 plus 4. Und das können wir vereinfachen zu minus 1 Viertel x Quadrat plus 4. Das wäre hier die perfekte Lösung für unsere Scheitelpunktform der Parabel. Nächste Aufgabe, die hat es nochmal in sich. Da soll man jetzt die Breite vom Tunnel berechnen. Also wie lang der hier insgesamt auf Höhe der x-Achse ist. Und ich zeichne sie nochmal ein. Die x-Achse hatten wir hier, die y-Achse hatten wir hier hingesetzt. Und diese Breite vom Tunnel, die kriege ich jetzt, indem ich die Nullstellen berechne. Und die Nullstellen, das sind die Stellen, wo meine Funktion f durch die x-Achse durchgeht. Und an den Stellen, das ist immer ganz wichtig, ist der y-Wert 0. Immer.
Sonst könnte man nämlich nicht auf der Höhe der x-Achse drauf liegen. Ja, und damit können wir jetzt sagen, um diesen Tunnel zu berechnen und seine Breite, brauchen wir eigentlich die Nullstellen. Ich schreibe mal hin, gesucht sind die Nullstellen der Parabel. Vielleicht sollte ich übrigens hier noch x und y ergänzen. Das vergesse ich manchmal. Das braucht man auf jeden Fall auch hier oben. Da haben wir es gemacht, ne? X und y und die Pfeilspitzen. Dann kriegt man die vollen Punkte für so ein Koordinatensystem. Hier brauchen wir jetzt aber die Nullstellen. Das heißt, immer wenn die Nullstellen gesucht sind, setzen wir f von x gleich 0. In unserem Fall also, kleiner Folgefall, minus 1 Viertel x Quadrat plus 4 gleich 0. Und da müsst ihr jetzt wissen, wie man solche quadratischen Gleichungen löst. Erster Schritt, ihr holt die 4 auf die andere Seite, dann habt ihr links nur noch minus 1 Viertel x Quadrat, auf der rechten Seite minus 4. Und dann müsst ihr wissen, dass hier ein Malpunkt zwischen 1 Viertel und x Quadrat ist. Das heißt, um das wegzubekommen, müsst ihr rechnen, geteilt durch minus 1 Viertel. Und dann habt ihr, da könnt ihr auch den Taschenrechner benutzen, links nur noch x Quadrat und auf der rechten Seite minus 4 durch minus 1 Viertel, das ist 16. Und dann zieht ihr, um das hoch 2 wegzubekommen, die Wurzel, so ähnlich wie bei Pythagoras vorhin, und dann kriegt ihr zwei Lösungen. X ist dann nämlich plus oder minus die Wurzel aus 16 und das ist 4. Das heißt, ihr wisst jetzt, die eine Nullstelle ist bei minus 4, 0 und die andere ist bei plus 4, 0 und von der minus 4 bis zur plus 4 sind es natürlich insgesamt 8 Längeneinheiten. Also bei uns 8 Meter. Und damit können wir sagen, der Tunnel ist 8 Meter breit. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr die Aufgabe mit dem Blobber schon mal gerechnet habt. Das war so ziemlich die krasseste Aufgabe, die ich jemals gesehen habe in der ZP zum Thema Parabeln. Schaut euch die nochmal an. Da war es auch so, dass man echt noch einiges rechnen musste mit den Vorschriften von den Parabeln. Aber das kriegt ihr schon hin. Ne? Übung macht den Meister. Und so ist es auch mit unseren 9 häufigsten Aufgabentypen in der ZAP. Wir haben jetzt alle durchgesprochen, bis auf die Excel-Aufgabe und die Mustererkennung. Die habe ich euch nämlich, weil es relativ aufwendige Aufgaben sind, in einem eigenen Video verfilmt. Schaut mal hier rein, da gibt es eine komplexe Aufgabe zu Excel, wie sie kommen könnte. Und da oben drüber findet ihr so eine ganz typische Mustererkennungsaufgabe. Übt das auf jeden Fall, das sind hier Aufgaben, die sind immer wieder irgendwie ein bisschen anders. Da muss man so ein bisschen Struktur erkennen und dann läuft das auch. Bei Fragen meldet euch jederzeit gerne. Ich bin hier, um euch zu helfen. Leitet dieses Video auf jeden Fall weiter, wenn es euch geholfen hat, damit es anderen Leuten auch helfen kann. Und dann packt ihr das schon mit der ZAP. Ich glaube an euch. Ciao.